Minuten gab es eine große Überraschung bei den Sozialdemokraten, denn im Rennen um den Parteivorsitz bei der SPD hat sich das Kandidatenduo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken durchgesetzt. Sie erhielten von den Mitgliedern 53% der Stimmen. Olaf Scholz und Clara Geiwitz hingegen nur 45%. Die Wahl von Walter-Borjans und Esken ist ein klares Zeichen der Genossen gegen die Große Koalition. Die beiden gelten als Kritiker und pochen darauf, dass das Regierungsbündnis nur dann weitergeführt werden kann, wenn CDU und CSU den Koalitionsvertrag neu verhandeln. Und nach der Verkündung des Ergebnisses hat sich der Gewinner Norbert Walter-Borjans wie folgt geäußert. Uns ist sehr bewusst, dass das hier nicht eine Frage von Sieg oder Niederlage ist, sondern dass es eine Frage ist, diese eine großartige sozialdemokratische Partei zusammenzuhalten und da, wo sie schon mal ein bisschen auseinanderstrebt, auch wieder zusammenzuführen. Ich finde, das ist etwas, was nicht nur einen großen Spaß macht, es ist eine große Herausforderung. Das gilt für uns im Inneren, das gilt aber auch, dass wir das wieder schaffen gegenüber den Gruppen in der Bevölkerung, die zu dieser Partei immer eigentlich eine Bindung hatten und die wir wieder beleben wollen und an der wir gemeinsam arbeiten wollen. Und eben dort im Willy-Brandt-Haus ist für uns Achim unser. Achim, was bedeutet dieser Sieg für die SPD? Ja, das bedeutet, dass tatsächlich der neue Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans, wie er gerade gesagt hat, die Partei tatsächlich wieder zusammenführen muss. Weil wir müssen uns noch mal vergegenwärtigen, eigentlich hat nur jedes zweite SPD-Mitglied bei dieser Mitgliederbefragung mitgemacht. Und die haben sich jetzt für Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken entschieden. Was ist aber mit der anderen Hälfte? Weil wir wissen ja auch, dass die Jusos zum Beispiel geschlossen hinter dem Gewinnerteam standen, auch noch große Teile des nordrhein-westfälischen der Landesverbandes. Und diese andere Hälfte, Hälfte der SPD-Mitglieder, wen haben sie gewählt? Vielleicht haben viele von denen gedacht, naja, der Olaf wird es machen, weil viele gingen davon aus, wir hier auch, dass eben Olaf Scholz am Ende der Sieger sein wird mit Clara Geiwitz. Und deswegen ist jetzt tatsächlich sehr wichtig, dass diese Partei wieder zusammengeführt wird, dass der Spalt da zwischen den einen, die sagen, wir müssen raus aus der GroKo um jeden Preis, und den anderen, die sagen, warum, wir machen doch eigentlich gute Regierungsarbeit, dass dieser Spalt nicht noch größer wird. Also das große Beben im Willy-Brandt-Haus und auch das große Erdbeben bei der GroKo. Gibt es denn jetzt vielleicht das Ende der GroKo am nächsten Parteitag in einer Woche? Also das Ende der GroKo ist jetzt tatsächlich mit diesem Tag ein deutliches Stück näher gerückt. Ich habe gerade vorhin mit Saskia Esken gesprochen, die ja immer gesagt hat bei diesen Auseinandersetzungen, bei diesen Diskussionen, bei diesen Podiumsdiskussionen, naja, also die GroKo, wir müssen der Union weitere Bedingungen diktieren. Wenn sie nicht darauf eingehen, dann empfehle ich auf dem Parteitag meiner Partei, diese GroKo früher oder später zu verlassen. Und sie hat gerade im Gespräch nochmal bestätigt, sie findet zum Beispiel beim Klima den CO2-Preis, der ja von der GroKo ausgehandelt wurde, auf 10 Euro, sie will 40 Euro. Und da wird keiner von der Union mitmachen. Und insofern, wenn sie tatsächlich da hart bleibt als Parteivorsitzende zusammen mit Norbert Walter-Borjans, dann wird diese GroKo wahrscheinlich nicht bis zum Ende der Legislaturperiode halten. Alle Spitzenduos haben ja angekündigt, sie unterstützen sich auf jeden Fall nach der Wahl, ganz egal wie das Ergebnis ausfällt. Ist das realistisch? Es wäre der Partei zu raten, aber es wird relativ schwierig, weil nicht zu vergessen ist da die Bundestagsfraktion der SPD, die sich mehr oder weniger geschlossen gegen Saskia Esken gestellt hat, gegen Saskia Esken, die ja selbst Teil der Bundestagsfraktion ist. Die wollten, dass Olaf Scholz gewinnt, und dass da die jetzt sozusagen wieder sich hinter Saskia Esken stellen und Norbert Walter-Borjans bei deren Zielen und die unterstützen, das wird schwierig. Und insofern sage ich mal so, ob tatsächlich die Verliererseite, die Gewinnerseite unterstützt, vielleicht ein bisschen, vielleicht auf der einen Stelle mehr, an der anderen Stelle weniger, aber leicht wird das auf keinen Fall. Vielen Dank, Achim, für diesen Moment aus dem Willy-Brandt-Haus. Und für diesen Moment.